So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video an diesem Mittwoch. Das bedeutet, wenn ihr das Video seht, dann habt ihr schon die Hälfte der Woche geschafft. Bergfest ist da. Durchhalten. Auch diese Woche werden wir gemeinsam überstehen. So, wir kommen zu den Supportern des Tages. Das wären tatsächlich 6-mal ich selber. Gestern die Giveaways. Dann der Ghost Spartan. Nee, stimmt nicht. 8-mal ich selbst. Der Ghost Spartan 1-mal mehr Platin. Der Skulla, Nova Skulla, Ed Nachteulen, vielen Dank für den Support. Der Adonis, JP, Fraktionskern im Angebot. Der Samurai Cookie Lion, mach weiter so, wie geht's? Wir gehen für Zeus, ich drück die Daumen auf jeden Fall. Der Ghost Butter nochmal, noch mehr Platin, AND, Surreal 2-mal, Stuckex. Der Nightshade, hoffe dir geht's gut. Ja, alles im Rahmen soweit, sage ich mal. Jim, Johnny, hau rein, mein Bester. Bisschen ausgelaugt, aber. Es geht schon. Der Sicario, der Atomics, der Manu, als was arbeitest du eigentlich? Ich bin Schweißer oder ja, schlossernder Schweißer, Schlosser, Schweißer, beides so ein bisschen. Ja. Duchess Spy Scarer ist am Start. Der Seawolf, der Chris. Der Seawolf sagt noch Danke. Der Chris sagt gute Nacht. Ja, schlaf gut, mein Guter. SK Beta ist am Start. Baba Hachi, der R Blacky. Weiter so, Junge. Vielen lieben Dank für deinen Support. Ace, auf geht's in die 3K Abonnenten. So sieht's aus. Und dann tatsächlich ich nochmal gerade eben, weil ich natürlich gerne die Fraktionskerne, nee, Fraktionskerne sind es nicht, dieses tolle Zauberkristallangebot hier mitnehmen möchte. Da kommt man tatsächlich nicht drum rum, wenn man auf meiner Elo unterwegs ist und noch weiterkommen will, dann muss man da jedes Angebot tatsächlich nutzen, was kommt. Macht es nur nach, wenn ihr das Geld übrig habt und wenn, dann nur über den Creator-Code. Um noch möglichst viel Geld zu sparen und natürlich automatisch am Giveaway teilzunehmen. Ansonsten, ja, das nehmen wir mit. Die brauchen wir ganz, ganz dringend. Wir brauchen ganz viele Kristalle. Jetzt haben wir wieder 3 von 8 gerade mal. Die nehmen wir gerne mit. Ja, was ist bisher passiert? Tatsächlich seit gestern nicht so viel. Ich habe, glaube ich, 1-2 Games gestern nur geschafft. Gestern war richtig viel los, sage ich mal. Turnier müssen wir heute rein. Sternregen. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Könnten wir auch reingehen, aber aus Zeitgründen werden wir in das Turnier gehen. Hier holen wir nochmal eine Staubkiste ab, mit hoffentlich sehr viel Staub drin. 200, das glaube ich reicht nicht für eine Legendary, doch reicht für eine Legendary am Ende noch. Und dann jetzt hier vielleicht noch 2-mal die Meerjungfrau oder die Mary. Mary ist auch gut. Sehr schön, dann sind wir hier kurz vorm Emote. Eigentlich müssen wir hier bis oben durchziehen, denn die 4 Tokens, die brauchen wir auf jeden Fall. Ein Tag, 14 Stunden, da müssen wir auf jeden Fall noch rein. Das machen wir zum Schluss. Eine Legendary ist hier erstmal nicht drin. Dann gehen wir auf ganz entspannt in den Spiegelkampf heute. Da müssen wir noch ein bisschen was machen, würde ich sagen. Aber ja, ihr kennt mich ja. Es geht sich schon aus. Notfalls am Ende dann wieder mit Abbruchtechnik. Okay. Der kriegt bestimmt Power durch negative Effekte. Ne, jeglicher Art. Und negative Effekte. Okay, wissen wir Bescheid. Also können wir eigentlich in Priester kopieren. Wenn die getroffen werden, dann aktiviert sich der Schaden. Hier kontern wir immer ein bisschen gegen. Ich versuche nicht zu früh die Schamanen zu spammen. Immer schön lange warten mit dem Wegmoven, falls er gleich noch einen zweiten hinterher schießt. Ja, guck mal, was kommt raus. Oh, das ist schon besser. Trixi setzen wir ein. Wie sieht es bei ihm aus? Er hat auch einen Dreier. Ist auch eine starke Trixi. Einen 19er sogar. Interessant. So, jetzt kontern wir natürlich. Wir schießen einen auch rüber. Aber ihr seht es, das Laufen lassen ist fast besser, ne? Nicht zu kontern. Ah, den kann er jetzt wegmerchen auf easy. Wir müssen halt mal gucken, dass wir die Fähigkeit aktiv haben. Jetzt wird sie natürlich aktiv, dadurch, dass er uns anschießt. Ja, den merchen wir jetzt einfach im letzten Moment weg zum Priester. Dann sollte der Effekt auch verschwinden. Ja, ansonsten macht es jetzt gar nicht so viel Sinn, rüber zu schießen zu ihm. Selbst wenn ich die Harlequins treffe, die kann er wegkopieren. Die Einser kann er wegmerchen. Er kann eigentlich alles kontern. Ja, Schamane ist eigentlich in dem Deck. Weiß ich nicht. Fast schon überflüssig. Aber wir müssen halt Mana bekommen. Sonst haben wir keinen Schaden. So, jetzt haben wir Mana und zack. Jetzt seht ihr, jetzt geht der Schaden gut los. Das ist halt die Sache. Ihr müsst halt möglichst das immer aktiv halten, ne?
Kann man ganz gut machen hier mit Harlequins natürlich. So, zack, jetzt haben wir keinen Schaden mehr. Aktivieren wir den Harlequin in einem Priester und dann haben wir wieder Schaden aktiv. Dasselbe machen wir jetzt hier nochmal. Zack. Eine Dreier-Einheit, aber bräuchten wir eine gute. Ja, das kriegen wir hin. Da brauchen wir nicht auf Krampf irgendwas merchen. Wir machen sogar mehr Schaden wie er, okay. Goldzelle, das ist ganz gut. Dann können wir halt in Zweier kopieren. Und das ist halt das Schöne, ne? Wenn er dann zweimal dieselbe Einheit anschießt. Das ist ultimativ gut. Schade. Ich dachte, wir können ihn noch retten. So, Schaden wieder an. Da haben wir auf jeden Fall mehr Priester auf dem Board wie er. Wir haben aber immer noch keinen Dreier. So, Schaden wieder anmachen. Sehr schön. Ich weiß nicht, warum er nichts kopiert, ne? Die Harlequins könnte er nach und nach in Dreier kopieren. Das würde ihm doch gut was bringen. So, wir können jetzt hier aber auch ruhig weiter merchen. Wir haben ja genug Mana in der Hinterhand gerade. Nicht zu viel, wir brauchen noch Backup, ne? Nicht, dass er dann nachher nichts mehr aktivieren könnte, wenn euer Mana leer ist. Ein bisschen ging noch, oder geht noch. So, zack, wieder anmachen. Hier können wir auch gleich wieder anmachen. Ihr seht immer diesen Splash-Schaden. Wenn der weg ist, dann müsstet ihr halt wieder, ne? Oder der Gegner trifft euch so wie jetzt und dann ist halt automatisch wieder an. Dann braucht ihr gar nichts machen. Ja, den nehmen wir. Schade. Ja, und irgendwie läuft es nicht so gut für den Gegner. Weiß ja nicht, was der da so macht, was der treibt. Aber es sieht ganz gut aus. Oh, das ist bitter. Hier machen wir an, so. Oh, er trifft wieder zweimal. Den merchen wir einfach weg, dann behalten wir ihn sogar noch. Jetzt müssen wir einen Big Hit. Komm. Ah, schade. Schade, schade, schade. So. Ah, jetzt hat er sogar mehr Schaden wie wir gemacht. Eigentlich müssen wir uns nichts mehr nehmen lassen. Wir haben genug Mana. Ein paar höhere Priester wären halt auch mal schön. Ja, ein Vierer, genau. Sehr gut. Ein Dreier wäre auch noch gut. Kommen wir aber nicht. Jetzt vielleicht. Oder ein Vierer. Schön dauerhaft den Schaden jetzt aktiv lassen. Das ist wichtig. Sehr gut. Wir haben sehr, sehr viel Mana übrig. Seid nur zusehen, dass wir viele Priester auf dem Board behalten. Und der Tuanian mit dem Live-Support. Vielen lieben Dank. Kuss, kuss, kuss. Am Dreier haben wir nicht. Komm, wir riskieren. Ja, komm, Fünfer. Jetzt aber, Sechser. Das wäre auch zu gut gewesen, ne? Das wäre ja zu gut gewesen. Bitter. Eigentlich schlecht, ihm noch rüber zu schießen. Müsste man jetzt fast sein lassen, aber wir brauchen es halt zum Merchen. Sieht doch ganz gut aus hier. Ja, 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 ja. Das haut alles hin. Jetzt haben wir sogar noch Zeit, hier ein bisschen zu merchen, wenn wir es jetzt nicht verkacken würden. Jetzt helfen wir ihm vielleicht sogar noch mit dem Rüberschießen. Und guck mal, er hat scheinbar keinen Mana mehr gehabt und das läuft durch bei ihm. Die ersten zwei Leben sind weg. Oh, damit hilft er uns. Ah, er könnte ruhig einen Doppelhit drauf machen. Ja, Fünfer bringt uns auch noch nichts. Außer wir riskieren hier den Move. Sehe ich aber noch nicht gerade, oder? Ach doch, komm, wir machen's. Der will nicht. Der ganz hohe will nicht. So, jetzt sind wir aber auch out of Mana. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Jetzt nur noch kluge Merges machen. So, Damage ist weg und wieder an. Damage ist weg und wieder an. Genau, perfekt. Und dadurch gewinnen wir es. GG an den Exters. Sehr schön.
Das sind die nächsten entspannten 300 Points für uns auf jeden Fall. So, hier aktivieren wir mal den Donnerpass. Das müsste noch reichen, das Platin, genau. Ja, kriegen wir auch noch ein bisschen was. Mal gucken, was Schönes. Vielleicht noch mal ein bisschen Staub. 500, 600. Das ist zu viel, ich weiß. 200. Drei Meerjungfrauen, zwei Marys bekommen wir noch. Sehr schön. Das schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Die nehmen wir mit. Wie viel haben wir denn jetzt hier schon wieder? 480 rechts hierfür noch. Die Angebote sind eigentlich immer gut, sage ich mal. Die nehme ich immer mit. Let's go. Was haben wir noch am Platin? 185. Schade. 5 weniger mal. Oder 15. Ich würde sagen, komm, wir gehen noch hier rein und machen noch ein Game. Holen uns noch ein paar Blitztickets. Donnertickets heißen sie natürlich. Und go, let's go. Ein zweites Game geht noch. Und dann ziehen wir noch die Legendary. Okay. Kristallmagier. Ich glaube, das ist mit dem Arkanisten. Boah, was ist das denn? Ist es ein Arkanist? Ja. 35% Chance. Grüße gehen raus an Paco. Ich mache jetzt ein bisschen riskant. Ich hätte eigentlich lieber direkt Kristallmagier draus gemacht, aber komm. Ich sehe die hohen Fusionsränge hier reinflattern gleich. Da hätte er ruhig hinkommen können. Der Arkanist. Jawohl, guck mal. Jetzt haben wir, glaube ich, die Chance, dass da ein Arkanist draus wird. Genau, der ist direkt auf Tier 4. Und ich glaube, wenn er drei Nachbarn hat oder so, Ecke befindet oder zwei Nachbarn hat, erhält er einen Kettenangriff. Genau, ja, zwei Nachbarn hat er. Er ist zwar nicht in der Ecke, aber alles schickimicki. So, weiter geht's. Oh, noch eine Dreyade. Kriegen wir den noch eins höher? Aber verlassen wir uns nur auf einen, ist die Frage. Ja, komm, wir machen den jetzt mal wirklich hoch hier. Auf T5. Jetzt sichern wir mal den hier noch auf jeden Fall mit ab. Er hat auch einen Vierer, ne? Müssen aufpassen, dass wir hier nicht zu riskant spielen. Komm. Okay. Gut, machen wir zu wenig Schaden. Wir brauchen mehr auf dem Board. Komm, gib uns doch was. Ich hätte noch gern nochmal hier einen mit Kristall. Warum macht der so viel mehr Schaden wie wir? Das checke ich gerade nicht genau. Er hat einen 5er, einen 3er, einen 2er. Wir haben einen 5er, einen 4er, 2 2er und 4 1er. Ich wüsste nicht, warum er mehr Schaden machen sollte wie wir. Check ich nicht. Beim besten Willen nicht. So, wir merchen den hier rein. Haben noch einen Arkanisten. Schön. Der Game Changer jetzt. Vielleicht. Let's go. Mach erstmal Board voll. Komm. Mehr Schaden ist immer gut. Aber er macht deutlich mehr Schaden wie wir. Ausrüstung. Ja, gut. Da haben wir bestimmt irgendwas ganz Beschissenes bei. Es wäre echt bitter, wenn hier die Ausrüstung den Unterschied macht am Ende. So, wir kopieren hier nochmal. Oh ja, komm, komm, komm. Ecke, nochmal einen Arkanisten. Und noch einen in den Ecken. Let's go. Also, wenn er das gewinnt, dann gehe ich auch direkt auf Arbeit. Ja, mache ich sowieso. Ist schon viel zu spät. Aber ich glaube, jetzt haben wir mit den beiden Arkanisten hier haben wir nochmal gut was reingeholt. Gönnen. Den hier nochmal auf 3. Und die könnten auch alleine in den Ecken stehen. Die brauchen entweder den Ecken in die Ecke oder zwei Nachbarn. Wenn er hier stehen würde, wäre auch an. Interessant. So, wir machen den Kristallmagier hoch. Na, guck mal, so an und für sich ist das Deck nicht gut, ne? Muss man echt mal sagen. Was ist das? Der zweite Boss und die Wraith läuft halt schon durch, ne? Komisches Deck. Sollte man auf jeden Fall nicht spielen. 1,9 Millionen Schaden. War schon der dritte Boss. Egal. Auf jeden Fall zu schlechtes Deck. So, let's go. Trixie nehmen wir auch mit. Noch ein Emote. Fragmente sowieso für Gegenstände.
Nochmal 150 Tokens. Hier bekommen wir nochmal 300 Staub. Sehr strong, muss ich sagen. Sehr schön. Und das sieht doch schon ganz gut aus. Ich will mal kurz gucken, was haben wir denn hier noch? Gibt es dann da in einem Clan-Turnier aus? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Was haben wir denn fertig? Verbessert die Ritterstatue. Gibt einen seltenen Token aus. Ich wollte gerade sagen, vielleicht machen wir die Aufgabe jetzt hier noch. Jakob ALD, danke auch für deinen Live-Support. Vielen lieben Dank. Das ist ja das Parkticket schon wieder fast drin, was ich vorhin bekommen habe. Wo ich 4 Minuten bei Rossmann drin war. Grüße gehen raus an den Kollegen. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir kaufen noch eine Mary-Kiste. Die sind wir nämlich kurz, die haben wir kurz vor 15 aktiv. Und wir müssen sowieso einen epischen Token ausgeben. Und haben 800 drauf. Bekommen 5 Marys. Na gut, egal. Insgesamt wird es sich gelohnt haben. Dadurch haben wir nämlich hier die Quest fertig. Die bringt auch nochmal 500 Punkte für die Heldentaverne. Sandalen kriegen wir auch noch gleich durch. Verbessert die Ritterstatue. Hätten wir theoretisch genug Zeugs für, also genug Karten. Aber weiß ich nicht, ob ich die jetzt auf 14 mache. Vielleicht, wenn es... Na, eigentlich... Mal schauen. Mal schauen. Jetzt erstmal hier nochmal 5 Meerjungfrauen, sehr schön. Und diesen wunderbaren Emote, Special Emoji, da haben wir doch unser Thumbnail schon. Sehr schön. Und die letzten 5000 Punkte, ja, müssen wir mal schauen. Wäre nicht schlecht, wenn wir da noch die 2000 bekommen. Ich überlege es mir. So, jetzt holen wir aber erstmal die Legendary ab. Und das wird werden... Dämonologe. Ja, werde ich als Kristall umwandeln. Brauchen wir eh. Ansonsten, oh, sehr, sehr gut. Guter Einwand. Wenn das hier natürlich gestartet ist, können wir hier wieder rein, wenn wir 1000 Punkte geholt haben. Sehr schön. Da können wir wieder ein bisschen was tauschen. Ansonsten können wir ja morgen Nacht auch hier wieder tauschen. Hier sind auch alle Handel durch. Nee, sind gar nicht. Wir könnten noch für 5 jeweils kaufen. Aber wir haben nicht mehr so viele Legendaries, dass es sich lohnt, glaube ich. Da können wir auf morgen warten, weil was könnte man jetzt hier noch tauschen? Ja, eigentlich nichts. Ein Dämonologe. Da brauchen wir jetzt hier nicht 100 Kristalle nochmal für bezahlen. 3 haben wir auf jeden Fall erstmal bekommen heute wieder durch das gute Angebot. Sehr, sehr schön. Hier sind wir durch soweit mit dem Emoji hier oben mit dem Helden Taverne. Aber die 4 Tokens hier müssen wir uns auf jeden Fall noch mitnehmen. Dann haben wir ja, 26. Ich glaube 20 oder so kriegt man nur in der Taverne. Wird wahrscheinlich dann nicht reichen, die nächste Heldentaverne. Aber naja, so ist es halt. Bin erstmal zufrieden für heute, fürs Video. Spiegelkampf werden wir noch durchziehen. Hälfte der Punkte brauchen wir zwar noch, aber es geht schon klar. Und ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, durchhalten. Wir schaffen die Woche noch. Und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.